Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 3. Jess, James und Tully sind auf der Geth-Basis. Die wollen wir jetzt zerstören. Und den ersten Teil haben wir schon erfolgreich hinter uns gebracht. Und jetzt geht's einfach nur weiter. Mir ist, wie gesagt, bei dieser Quest... Ich bin ganz aufgeregt, ehrlich. Die wirklich heftig ist. Die ist wirklich heftig vom Kämpfen her. Und wieder 10.000 Credits, die nehme ich natürlich gerne mit. Und die XPs nehme ich natürlich auch mit. An alle Schiffe. Wir haben Fregatten mit Kurs auf die Zivilflotte. Hier, Chorus. Zivile Verteidiger sind auf Abfangkurs. Wir halten sie auf, Garrett. Okay, dann schafft ihr mal ordentlich zusammen und bitte diesmal in unser aller Sinn. Quarianer, so, wir müssen dann links rum. Das sieht nicht gut aus. Das habe ich mir doch gleich mal gedacht. Dass das hier nicht ohne geht. Okay, wir stürzen rein, weil die Deckung, die wir haben, ist nicht gut. Wir haben ja erstmal hier hinten. Komm her. So, wo sind noch mehr? Das können doch noch nicht alle gewesen sein. Oder nach da hinten müssen wir. Ne, da müssen wir hin. Genau da ist dieses Override. Okay, wir machen mal weiter und gucken, wo noch Feinde sind. Und gleich hinterhergehauen. So, noch Abklingzeit. So, da fliegen sie. Wo sind sie denn? Ah, da kann ich durchschießen. Wie wunderbar. I love it. Sehr schön. Okay. Das wird noch nicht alles gewesen sein. Da bin ich ziemlich sicher. Wow. Was basteln die denn da? Geth-Jäger? Oder was ist das? Override aktivieren. Legion, ich habe den Override betätigt. Okay. Wunderbar. Überleben. Ach du Scheiße. Komm her. Okay, wir überleben. Wunderbar. Oh, da kommen noch mehr. Dann hauen wir euch mal hier. Oh, wo schießt es? Hinter mir? Geh in Deckung. Wow. Wow, wow. Wo ist der Raketenschütze? Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, dass ich keine gute Deckung habe. Mal kurz ein Medigel genommen. Wo sind die denn alle? James, steht doch bitte nicht einfach nur rum. Oh, runter. Komm her, komm wieder hoch. Ich treffe ihn nicht. Zu blöd. Nix, keine gute Deckung, keine gute Deckung. Wo sind die denn alle? Ah, verflixum aber auch. Noch viel schlechtere Deckung. So, geh mal in Deckung, Jess. Ist erstmal, dass ich unsere... Ja, so, hab dich. Hab dich. Ja, da erinnere ich mich dran. Das war wirklich heftig. Komm, komm schon. Gleich haben wir dich. Jawohl, alles klar. Ja, da kommt der Nächste. Okay, was heißt das? Gut, okay. Wir müssen dieses Ding zerstören und da müssen wir irgendwie... Oh mein Gott, wo war denn jetzt die Konsole? Ich habe sie doch gerade gesehen, da drüben ist sie. So, wir nehmen mal Munition auf. Ich habe mich jetzt gar nicht umgeguckt, ob jetzt irgendwas an... Ist das die Konsole? Das ist die Konsole. Also dann aktivieren wir sie. Jetzt heißt es wahrscheinlich wieder überleben. Sie haben die Schildtüren erfolgreich geöffnet. Ah, und? Gut, wir sind in einer Minute zurück. Negativ. Der Weg hinter Ihnen wurde abgeriegelt. Ein Fahrstuhl in der Nähe kann Sie zur oberen Ebene bringen. Okay. Von dort sollten Sie annehmbaren Sichtkontakt zur Zielerfassung haben. Gut, wir gucken uns aber trotzdem erstmal um. Da ist der Fahrstuhl. Alles klar. Ja, ah, das war ja klar. So, wer schießt hier auf mich? Geh in Deckung. So, da ist ein Commander. Wir schießen einfach mal so durch. Komm her, ab in den Hintern. Ach du Scheiße. Komm, gib ihm. Los, 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 schieß. Jess, schieß. Schieß, schieß. Yes, wir haben ihn. Oh Gott. Gottes Willen, hey.
Das ist James. Oh, komm, wir nehmen mal Medigel. Oh, da sind noch mehr. Und noch ein Commander. Wir haben ihn den Navipunkt mit der neuen Zielposition geschickt. War das jetzt... Gottes Willen, hey. Admiral Rahn an alle Schiffe. Die Patrouillenflotte hat die Flanke der Geth durchbrochen. Erlaubnis zur Verfolgung. Erteilt. Weidmanns Heil, Rahn. Gott, ich möchte nicht wissen, was da oben alles los ist. Ich weiß, dass hier nicht der Fahrstuhl ist. Ich will mich trotzdem erstmal ganz kurz umgucken. Der hat mich echt erschreckt jetzt. So, okay, also nehmen wir den Fahrstuhl. Können wir den speichern? Ja, okay. Dann ist die Gefahr, die unmittelbare Gefahr erstmal vorbei. Gut, okay, also hier gibt es nichts zu finden für uns. Gott sei Dank haben wir unsere Biotik, die doch von den Schilden immer gleich eine ganze Menge weghaut. Oder von der Panzerung. Und mit dieser Waffe bin ich kann es nur immer wieder betonen, einfach nur glücklich. Auch wenn sie nicht ganz so schnell schießt, egal. Gut, okay, dann nehmen wir also diesen Aufzug. Ich hoffe, dass... Ahahaha. Seht ihr, was ich sehe? Ach du Scheiße. Das ist noch einer. Au, au, au. Okay. Komm, Kommandant. Oh, das macht nicht allzu viel Schaden. Das ist gar nicht gut. Oh, oh. Komm her. Oh, oh, zwei. Erste Hilfe leisten. Und nochmal Biotik. Gott, Sally, du stehst nicht gut da. Komm her. Und nochmal Biotik. Ja, komm, 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 komm. Jetzt kriegen wir dich. Und gleich nochmal Biotik hinterher. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns gleich bewegen. Und nochmal Biotik. Komm schon, komm schon. Wow, wow, wow. Und Biotik. Biotik, wow, das sind, wie viele seid denn ihr? Mach, dass du da wegkommst. Ah, okay, alles klar. Scheibenkleister. Boah, heftig. Heftig, ey. Meine Fresse aber auch. Okay, dann gehen wir jetzt zum Fahrstuhl. Wow, meine Güte. So, an genau die erinnere ich mich nämlich noch. Das... Drei Stück waren das, glaube ich, oder? Wo kriegen wir jetzt noch irgendwo Muni her? Also gut, wir versuchen das jetzt nochmal. Ich hätte mich früher wegbewegen müssen. Da ist Munition, okay. Die sind nämlich einfach wirklich gut auch gepanzert. Was ist denn das hier? Ah, eine Spitfire. Nimm das Ding auf. Nimm das Ding auf, Jazz. Wieso nimmst du es jetzt nicht auf? Das ist doch... Jetzt habe ich sie. Ja, das ist natürlich nichts. Wenn man das Ding nicht aufnimmt, ich hasse diese Steuerung wie die Pest. Wirklich, ich hasse diese Steuerung. Da haben die sich nicht mit Ruhm besudelt hier, BioWare. Ich habe viermal gedrückt und das Ding war markiert. Und die hat die Spitfire nicht genommen. So, ich hoffe, dass es jetzt nimmt. Nimm jetzt bitte diese Waffe auf. Na also. Wo kommen noch welche? Na, so richtig cool ist es auch nicht. Geh in Deckung, Jess, geh in Deckung. Ja, komm, mach die Schilde weg. Und dann nochmal. Und gleich nochmal hinterher. Wow, das ist übel. Und bleib in Deckung. Und gleich mal hier. Ich muss ein bisschen woanders hin, glaube ich. Die sind ja hier direkt da. Das ist nicht gut. So, komm her. Biotik. Wieso machst du jetzt die Biotik nicht? Also so kann kein Mensch. Jess, schieß! Die reagiert nicht.
So, einen haben wir. Jetzt haben wir allerdings nicht mehr allzu viel Munition. Wo ist der nächste? Komm her. Und Biotik hinterher. Yes. Haben dich. Um Gottes Willen, hey. Na, da bin ich aber sehr froh. Da, das speichern wir. Ah, wunderbar. Dafür werden sie sich noch in den Arsch beißen. Ja, das glaube ich auch. Okay. Diese Schlacht dauert nun schon Jahrhunderte, dass ich jetzt ihr Ende sehe. Naja, noch sind wir nicht so weit, Tali. Auch da wären ja noch, ich weiß nicht, x von diesen Speedfires gewesen. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Aber beim zweiten Mal hat es dann ja geklappt, das Ding aufzunehmen. Warte mal, ist da noch was? Ach so, das sind diese ganzen Speedfires. Genau, so, jetzt müssen wir nach da vorne. Und dann müssen wir da was markieren, dass dann die Flotte auf das schießt. Genau. Und so würden wir dann diese Basis... Da müssen wir hin, oder? Ja, genau, da müssen wir hin. Jetzt muss ich mal gucken, was wir markieren müssen. Ich bin ganz zittrig. Ja, genau, jetzt habe ich dieses... Genau, jetzt habe ich diesen Markierer. Die Waffensysteme der Normandie sind bereit, ihr Ziel zu erfassen. Ich empfehle Rückzug in sichere Entfernung. Ich hoffe, dass Legion ein Gerät bekommen hat. So, jetzt, da muss ich, glaube ich, markieren, oder? Ist es hier? Ja. Okay, und jetzt Normandie greif an. Yes! Wunderbar! Ja! Oh no! Oh Jess! Okay, alles klar. Wow! Oh, ich finde diese Mission so aufregend. Nein! Wir haben ein Transportmittel geortet. Wunderbar. Verstanden! Alle zum Schiff! Bewegung! Also dann. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Also dann, gib Gas. Warte mal, ich habe die falsche Waffe. Was soll ich denn mit dieser Waffe wieder? Also gut, dann rennen wir eben einfach. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier hin? Ja. Sieht mir so aus. Nein, nein, nein. Oh, danke, James. Sehr gut, Leute. Rennen. Ah. Oh Gott, diese Riesenviecher, echt. Oh, okay, wir schießen. Wir versuchen Ausweichmanöver. Mach, dass du wegkommst. Wo ist denn der Reaper? Oh, Orbitalschlag. Okay, keine Munition. Schön nachladen. So, wir schießen halt einfach auf den Reaper. Aber was soll denn das bringen, Leute? Wir sind außer Reichweite, das Feuer frei. Was soll denn das bringen? Hammern. Oh mein Gott. Sag bloß, wir haben ihn. Die Feuerkammer, wenn er die Geschütze scharf macht, ist das ein Schwach. Okay. Verdammt, wegen der Störtürme müssen wir manuell zielen. Präzisionsschüsse nicht möglich. Jetzt könnten wir vielleicht entkommen. Nein, anhalten. Was ist jetzt los? Oh Gott, ich erinnere mich. Ach du Scheiße. Jetzt wird's lustig, wenn Leute. Fliehen, bleiben die Geth unter Reaper-Kontrolle und die Quarianer sind tot. Es endet jetzt. Edi, verbinden Sie die Quarianer mit dem Waffensystem der Normandie. Der Zielerfassungslaser soll mit der ganzen verdammten Flotte synchronisiert Ach, werden. Ach du Scheiße. Verstanden. Jetzt markieren wir. Brauchen Sie Unterstützung? Kopf einziehen, Legion. Ab hier übernehme ich. Shepard Commander, viel Glück. Dank dir. Zur Kenntnis genommen. So. Shepard an Flotte, ich markiere den Schwachpunkt. Kontakt halten und bereit zum Feuer. Ich markiere den Schwachpunkt, genau. Wie viel Platz habe ich hier denn? Ich weiß es nicht. Der Störer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Komm, markier. Shepard, wir brauchen ein Ziel. Ja, ich markiere doch. Geben Sie uns ein Ziel, sonst verlieren wir die Flotte. Ich markiere doch. Wo schießt denn du hin, Reaper? Hier können wir nicht mehr einstecken. Jetzt. Genau, so, da müssen wir hinschieben. Oh, jetzt bin ich hier gleich am Rand. Ich weiß nicht, wo der hinschießt. Ah, jetzt. Jess, weg da.
Loggen, einloggen, einloggen, einloggen. Weg da, Jess, weg da, weg da. Weg da. So, jetzt komm, einloggen, 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 einloggen. Schießt! Oh, Scheibenkleister. Okay. Also das kann jetzt eine Weile dauern, ihr Lieben. So, jetzt mal gucken, wo wir starten. Hoffentlich wieder hier, direkt beim Reaper. Genau. Ich muss mich mal kurz hier mit der Gegend vertraut machen. Da erinnere ich mich noch gut dran. Jetzt genau. So, einloggen, 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 einloggen. Mach, dass du da wegkommst, Jess. Und markieren. Markieren, markiere. Markiere, los. Yes, okay, alles klar. So, irgendwie geht das. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht an die Seite kommen. Komm schon. Und einloggen, Jess. Komm, komm, komm. Nein, erst weg, weg, weg da, Jess. Weg da, weg da. Und einloggen. Schießt, schießt. Oh, 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 oh. Mein Gott, wie oft denn? So, komm schon, Reaper. Oha, der kommt immer näher. Weg da, weg da, weg da, Jess. Weg da, weg da. Und einloggen. Weg, 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 weg. Jetzt einloggen. Los geht's. Yes. Komm, komm, auf, tot jetzt. Gott, ich bin völlig fertig. Oh Gott, ich hasse diese Mission. Nein, ich liebe sie. Oh, das Scheißvieh kommt immer näher. Jess, mach, dass du da wegkommst. Was ist los jetzt? Sind wir denn schon fertig? Sind wir denn schon fertig? Ich habe keine Ahnung. Es schießt einfach. Ja, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Gott, mir klopft das Herz bis zum... Boah, bis zum Hals. Fresse aber auch. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, Leute. Haben wir alles richtig gemacht? Oder nicht? Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Sie leisten Widerstand gegen den Vorboten. Das ist vergeblich. Der Zyklus muss weitergehen. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten, den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie würden sie nicht verstehen. Versuch's doch mal. Wir überraschen sie vielleicht. Ja, genau. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Merkwürdige Ordnung. Die organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Organische und synthetische Wesen müssen einander nicht vernichten. Die Schlacht um Runoff. Widerlegt ihre Aussage. Es war unnötig. Sie ihren Krieg. Wir werden warten. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Reaper getötet. Mal wieder. Kila. Puh. Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Ja, perfekt. Oh nein! Shepard Commander, die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Nein. Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Ja. Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Eben. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen.
Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen. Lass die Geth doch einfach in Ruhe, Mensch, ihr blöden Quarianer. Kennen Sie noch die Frage, die die Schöpfer dazu veranlasst hat, uns anzugreifen, Talisora? Hat diese Einheit eine Seele? Wir laden den Code hoch. Laden Sie den Code zu den Geth hoch. Tali, rufen Sie die Flotte genau. zurück. Genau. Ruf zurück, Tali, bitte. Bitte. Oh Gott. Upload wird durchgeführt. 10%. Hier spricht Admiral Talisora. An alle Einheiten. Angriff abbrechen. Danke, Tali. Missachten Sie den Befehl. Angriff abbrechen. Nichts gibt's. Nein. 20%. Hört auf anzugreifen. Ich flehe Sie an. Tun Sie das nicht. Bitte. Wir bedauern den Tod der Schöpfer. Sehen aber keine Alternative. 40%. Hört doch auf anzugreifen. Flotte mobil machen. Was müssen wir denn jetzt wählen? Ich will die retten, Flotte mobil machen. Flotte warnen. Nein, heute stirbt niemand mehr. Legion, machen Sie weiter. Ja, mach weiter, komm. Shepard? Bitte. An alle Schiffe, hier spricht Commander Shepard. Der Reaper ist tot. Angriff einstellen. Hier ist Admiral Talisora. Shepard hat meine Unterstützung. Danke, Tali, danke. Und meine auch. Yes. Negativ, wir können diesen Krieg jetzt gewinnen. Weiter feuern. Hör auf, Mensch. Die Geth verfügen bald wieder über volle Stärke. Wenn sie weitermachen, werden sie vernichtet. Komplett vernichtet. Bei ihnen geht alles darum, die Geth zu töten. Sie haben sie zur Rebellion gezwungen. Sie haben sie zum Bündnis mit den Reapern gezwungen. 80%. Die Geth wollen sie nicht bekämpfen. Wenn sie das nur eine Minute lang glauben könnten, wäre dieser Krieg vorbei. Mach schon. Sie haben eine Wahl. Bitte, Killa Selai. An alle Einheiten Feuer einstellen. Oh, Gott sei Dank. Leute, Pipi in den Augen, echt. Fehler. Kopieren des Codes nicht ausreichend. Direkte persönliche Verteilung erforderlich. Och, Legion, nein. Shepard Commander, ich muss zu Ihnen gehen. Es tut mir leid. Es ist die einzige Möglichkeit. Och, Legion. Legion, die Antwort auf Ihre Frage lautet ja. Ich weiß, Tali. Aber danke. Killa Selai. Leb wohl, Legion, auch je. Alter Freund, echt. Commander! Admiral Rahn, ich habe gehört, Ihr Schiff ist abgestürzt. Schön, dass Sie wohl auf sind. Ich habe alles über Funk verfolgt. Wenn Herrn Garrel nicht aufgehört hätte... Hat er. Wir haben schwere Verluste erlitten. Ich weiß nicht, ob es uns möglich ist. Wo sollen wir hingehen? Oh, jetzt kommen diese Riesenburschen. Ich will mal hoffen, dass Legion recht hatte. Sie können gerne mit uns nach Ranoff zurückkehren, Admiral. Alles gut, auch Legion? Wunderbar. Nein, es tut mir leid, Commander. Legion hat sich geopfert, um uns allen Intelligenz zu geben. Wir werden ihn dafür ehren. Gut. Und wir werden Legions Versprechen halten. Die Gersflotte hilft ihnen bei der Zurückeroberung der Erde und unsere Techniker unterstützen sie beim Bau des Tigels. Unsere selbstverständlich auch. Admiral, haben Sie schon über mögliche Siedlungsgebiete nachgedacht? Der Südkontinent hatte ausgezeichnetes Ackerland, soweit ich mich erinnere. Na, das brauchen die Geth ja nicht. Kommen Sie klar? Ich denke schon, Commander. Vielen Dank. Brauchen Sie ein zweites Haus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie rasch zu, der Markt ist umkämpft. Sind Sie okay? Ich weiß, die Zusammenarbeit mit den Geth wird schwierig werden. Ich bleibe nicht. Ich komme mit Ihnen. Ich wollte nicht fragen. Sie haben sich ein paar Gefallen bei der Flotte verdient. Ich verlange von Ihnen, die Reaper anzugreifen. Damit dürften wir quitt sein.
Wenn die Reaper auf der Erde bleiben würden, bestimmt. Aber früher oder später werden sie nach Runoch kommen. Ja, so ist es, Tilly. Wir haben gerade einen getötet. Deshalb komme ich mit ihnen, um sie aufzuhalten. Wenn sie glauben, dass ich eine Hilfe sein kann. Sind sie sicher? Ja. Ich sehe das alles. Ein Bild der Hoffnung und des Friedens. Aber ich denke nur an all diejenigen, die ich verloren habe. Mein Team auf Haystrom, mein Vater, sogar Legion. Ich traure um einen Geth. Wie verrückt ist das denn? Das ist nicht verrückt. Trotzdem ist es wunderschön, ja nicht? Ja, das ist es. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Ach Leute, ich bin so froh, echt. Commander Shepard, wie ich höre, haben Sie das Problem mit den Geth geklärt. Na, ja. Ja, Ratsherrin. Zwei sogar. So ist es. Ich kenne die Berichte. Sie haben einen 300-jährigen Krieg beendet. Ich hatte viel Hilfe. Wir haben isolierte Gruppen von Geth. Soweit wir wissen, sind es Geth-Körper, in denen Reaper-Code geladen ist. Aber das ist nur ein Bruchteil der ganzen Geth-Flotte. Sie haben Unmögliches geleistet, Commander. Und vielleicht kann ich Ihnen auch helfen. Ach, tauen wir endlich auf. Ich habe Informationen von meiner Regierung, die aber für einen ungesicherten Kanal zu heikel sind. Müssen wir auf die Citadel. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Mhm. Ja, das wäre optimal, Commander. Ich erwarte Sie dann in Ratsherr Udinas Büro. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Na, dann werden wir mal mit ihm sprechen. Boah, Leute, wir hätten entweder die Quarianer oder die Geth verlieren können. Und nur aus ja, bestimmten Ereignissen aus den vorangegangenen Teilen und auch diesem Teil ist es möglich, beide zu kriegen. Und das war ja immer mein Ziel, dass ich sowohl die Quarianer als auch die Geth am Ende in der Truppe habe. Und ich bin sowas von froh, dass das geklappt hat. Ich war gerade echt völlig fertig, deswegen wir sprechen jetzt noch mit Hackett und dann machen wir für heute Schluss. Ich muss mich wirklich erstmal ein bisschen erholen. So, Admiral. Commander, beschäftigt Sie etwas? Ja, das kannst du wohl so sagen. Genau, wir fragen erstmal diese Sachen ab. Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Angesichts der Gesamtsituation so bereit wie nur möglich. Das war gute Arbeit, Shepard. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Quarianer und Geth an Bord zu bringen, hat uns wirklich sehr geholfen. Die Quarianer unterstützen Evakuierung und Beschuss, während die Geth Versorgungslinien der Reaper angreifen. Okay, und die Rachni? Was ist mit den Rachni? Ich hab's ja nicht geglaubt, aber die Rachni helfen wirklich beim Bau des Tieres. Ja, und das stimmt. Sie machen Witze. Nein, doch. Sie haben ein Gespür für Massenvernichtungswaffen. Oh, Rachnis. Ich glaube, Sie wissen das eine oder andere über galaxieweite Kriege. Es gibt keine Probleme mit Ihnen? Nein, außer dass Sie unsere Techniker erschrecken. Auch geplaudert wird nicht viel. Ja, gut, okay, das mag ja sein. Was ist mit Turianern und Kroganern? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Earthnot Rex sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Ach, Eva. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Die gesamte Galaxie ist unterwegs. Asari? Und Salarianer? Bei den Asari müssen wir noch ein bisschen was tun, glaube ich. Was ist mit Asari und Salarianern? Die Asari sind seit dem Putschversuch endlich auch mit dabei. Okay. Sie überstellen Flotten und schicken Wissenschaftler zur Mitarbeit am Tigel. Und sie haben tatsächlich die Destiny Ascension zugesagt. Wow, das Ratsherrnschiff. Sie haben nicht vergessen, dass sie vor 3 Jahren gerettet haben. Und die Salarianer? Sie haben eine ganze Flotte als Dank für die Rettung ihres Ratsmitglieds geschickt. Über das mit dem Genophage-Heilmittel sehen sie wohl hinweg. So, und wie sieht's mit Arias Verstärkung aus? Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loak. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Watcher heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich.
Dana Voske bringt seine Männer mit und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Mechs bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Ja, das finde ich doch auch. So, und wie sieht's aus mit dem Fortschritt gegen die Reaper? Wie ist die Reaper-Situation? Es läuft nicht gut, auch wenn sie Ron noch etwas Zeit verschafft haben. Unsere Bedrohungsanalysen zeigen, dass die Reaper an den meisten Fronten die Oberhand gewinnen werden. Mhm. Und jetzt sind die Asari ein Hauptziel. Sie sind die höchst entwickelte Spezies der Galaxie. Wir werden bald wissen, ob das etwas bedeutet. Ja, okay, so, und nun kommt eigentlich die wichtigste Frage. Weil ich finde ja, dass Jess im Teil 3 schon eher mal von Zweifeln und auch von, ja, von Überforderung gezeichnet ist. Und sie darf, finde ich, auch die Momente haben, wo sie schwach ist, und jetzt gönnen wir uns einen solchen. Wenn Sie gestatten, hätte ich eine persönliche Frage. Sprechen Sie frei heraus. Warum haben Sie mir all das übertragen? Weil Sie der einzige Soldat in der ganzen verdammten Navy sind, der weiß, wie man Reaper tötet. Naja, aber das kann eigentlich jeder. Man muss halt nur gut genug ausweichen. Man muss nur clever sein, genau. Und ein bisschen Glück haben. Das kann eigentlich jeder. Ihre Akte sagt was anderes, Shepard. Ach was? Sie haben vor Jahren die batarianischen Sklavenhändler auf Elysium besiegt. Und wer diese Tortur überlebt hat, denkt noch heute dankbar an ihren Namen. Und deswegen bin ich qualifiziert, die Galaxie zu retten? Ich sag Ihnen mal was, das ich auf die ganz harte Tour lernen musste. Sie können einen Soldaten bezahlen, damit er schießt, angreift und einen Hügel einnimmt. Aber nicht, damit er an etwas glaubt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Doch, kannst du. Bei Ihrem Kampf gegen die Sovereign gab es keinen Grund, an Ihren Sieg zu glauben. Aber Ihrer Crew war das egal. Sie folgte Ihnen trotzdem. Ihr Flug durch das Omega-4-Portal war die eindeutigste Selbstmordmission, die es je gab. Und trotzdem blieb Ihre Crew bei Ihnen und war stolz darauf. Warum? Weil sie an sie geglaubt hat, an ihre Anführerin. Und genau das brauche ich jetzt. Wo immer es hingeht, es wird mit Sicherheit ziemlich unangenehm. Und sie werden uns auf die andere Seite bringen. Tja, genau das ist es wohl. Die Führungsqualität, der Glaube und einfach auch Mitgefühl. Aber das kostet, oh Mann, das kostet Kraft. Das ist alles, Sir. Hackett, Ende. So, ihr Lieben, wie gesagt, werden wir jetzt mit der Folge schließen. Ach, ich schwitze wirklich, es ist unglaublich, es war aufregend. Vor dieser Folge hatte ich schon wirklich eine ganze Weile Angst. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass ich mich drum gedrückt habe. Aber nun können wir entspannen und entspannt weiterspielen. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Bitte wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und bis demnächst. Tschüss.